wir laufen, ne? Wir laufen. Ja, okay. Hallo, herzlich willkommen zu einem, ich würde sagen, eher kleinen Let's Play. Ach was? Ja. Groß. Ja, Geogesser ist das Stichwort. Und wir sind Jakob und Alex. Das ist Alex. Hallo. Hallo. Genau, und Geogesser ist also ein ganz besonderes Spiel. Willst du es erklären oder soll ich? Also, im Grunde ist es ganz einfach. Man wird per Google Street View irgendwo auf der Welt quasi abgesetzt und muss dann anhand von Google Street View rausfinden, beziehungsweise, wie das Spiel auch schon sagt, guessen, also wie ist das englische Wort? Raten. Raten, wo man denn auf der Welt ist. Ja. Und je nachdem, wie weit man davon entfernt ist oder wie nah man davon entfernt ist im Idealfall, kriegt man dann eine bestimmte Punktzahl. Bis zu 5000, glaube ich. Ja gut, der erste Tipp ist dann natürlich schon mal, dass man sich in jedem Fall in einem Land befindet, wo es Google Street View gibt. Also so Nordkorea und so fällt dann schon mal flach, aber das ist auch ganz gut so, weil ich mich da jetzt nicht so sehr auskenne. Ich weiß nicht, ob du deine Zeit dort sehr genossen hast. Deutlich, ja, deutlich, okay. Ja, lass uns anfangen. Ja, lass uns einfach anfangen und da seht ihr dann auch schon, dass wir ein Spiel schon gestartet hatten, genau. Ja. Und ihr seht vor allem auch, dass wir irgendwo in irgendeinem Busch... Australien. Nein. Doch. Schöne Taktik ist natürlich auch immer, dass man dann versucht, das an irgendwas festzumachen, was irgendwie für irgendwas landestypisch ist. Also Stichwort Double-Crossed Line schon. Ja, bloß allerdings, ne, Australien kann es nicht sein, weil Stichwort Rechtsverkehr. Kannst du mal sehen. Könnte mir auch vorstellen, also ich glaube, weiße Fahrbahnmarkierungen für außen habe ich irgendwie jetzt mal bei Südafrika gesehen. Trevo, was? Ja, Trevo ist, was heißt das? Ja, ist eine Provinzhauptstadt in Südafrika. Nee, ich habe keine Ahnung. Was? Ja, hier steht noch was. Ja. Nochmal Trevo wahrscheinlich. 300 Meter sind für ein Trevo. Oh mein Gott, das wird immer aufregender hier. Bei Campo Azul. Was ja? Das denn sein? Campo Azul? Bei I. Das I ist... aber Campo Azul ist ja dann wiederum Spanisch. Also... Hier kann man übrigens sehen, hier ist die ganze Weltkarte. Ja, stimmt, genau. Da kann man reinzoomen, wie man möchte. Das kann man selbstverständlich auch im Street View. Eigentlich alles wie gewohnt, wenn man schon mal den Street View benutzt hat. Campo Azul. Nee, das ist sicher nicht Spanien. Was? Was? Südamerika, würde ich sagen. Conserve, SE. Ja. Das. Ah! Oder habe ich mich irgendwie vertan und das war nicht Südafrika, sondern Brasilien, wo außen die weiße Linie ist? Möglich. Brasilien. Ja, Brasilien ist jetzt nicht das kleinste Land der Erde, aber vielleicht finden wir noch weitere Anzeichen dafür, wo wir sind. Also tropisch sieht es jedenfalls nicht aus. Fahren wir hier hin oder sollen wir die Strecke nehmen? Je nachdem, wo es nach Dings geht. Wie ist der Ort? Campo, nee, Trevo. Ja, Trevo, genau. Ja, aber hier ist ja Trevo. Ich glaube, Trevo ist schon. Achso, das ist schon der Ortskern, ne? Ich sag Trevo, er ist Kreuzung. Okay. Ja, vielleicht auch das. Oh, da kommt was. Rodovia. Cirilo. Cirilo Pereira. Ja, das ist portugiesisch. Das muss in Brasilien sein. Ich glaube nämlich nicht, dass das in Portugal ist. Sagen wir schon mal Brasilien. Ja. So, wie gesagt, Brasilien ist nicht ganz klein. Campo Azul. Was ist denn hier? Laub? Ja, das heißt, wir befinden uns in einem Landstrich in Brasilien, wo es einen Herbst gibt. Es gibt einen Herbst, das ist doch schon mal ein Indiz. Ja. Wir haben auch schon wieder ein Schild. Brasilia de... Oh! Brasilia de Minas... Curaçao de Jesus, wo könnte das denn sein? Curaçao. Das könnte überall sein, ne? Ja, ich glaube auch, das ist ein Ortsname, der... Aber, also Brasilia de Minas, also ich kenne jetzt Brasilia, das ist die Hauptstadt, da hatten wir sie gerade. Ja. Frage ist bloß, ob das die einzige Stadt ist in Brasilien, die Brasilia heißt. Das sieht ja nicht in der Hauptstadt aus, muss ich sagen. Jetzt nicht so unvermittelt, nein. Andererseits ist ja eine Planstadt, unter Umständen ist die so geplant, dass man sie nicht gleich sieht. Sind wir hier so in der Pampa? Ja. Oh, schöne Palmen, muss ich sagen. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, wir sind halt außerhalb des tropischen Gürtels. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwo eher südlich sein. Nicht zu weit südlich, weil Palmen muss es ja noch geben. Oh, wer bist du denn? Ah ja, hier, hallo. Ja, lächel für die Kamera. Ja, du bist jetzt im Fernsehen, im
Hallo. Ich finde es ganz lustig, wenn sogar auf Plakatwerbung dann die Gesichter weggeblurrt sind und so, aber ich glaube, da unterscheidet der die wir Logik da nicht so. Mit so Pflasterstein jetzt. Aha, Bus. Willst du es ganz genau machen eigentlich? Also wirst du schon richtig einkreisen, wo wir nee, sind? Nee, oder? Glaub, das können wir auch. Also gar bei nicht so Brasilien richtig. Ist das. Ja, deswegen, wir könnten ja einfach mal auf, ich glaub, die, jetzt auf die Karte mehr. Gucken und dann. Was können wir denn jetzt machen? Ja, gehen, ein bisschen rausgehen, ein bisschen südlicher. Südlicher. Ja, so dieser Sao Paulo oder Piranha. Nee, was? Parana, Bundesstaat oder sowas. Wir gehen nach Piranha und sagen hier mal, das ist hier in. Ja, so im Outback. Nahe Guarapuava. Ja, weil den Ortsnamen habe ich eben auch schon gesehen. Nehmen wir, ne? Ja. Wir befinden uns, oh, das war doch im... Okay, es war hier in 1267. Genau, das bedeutet, jetzt haben wir 2188 von möglichen hier. 5000 Punkten geholt. Da haben wir auch Campo Azul. Ja, hättest du eigentlich auch drauf kommen können. Ja, egal, nächste Runde, mal gucken. Hui, ein Pfeiler. Wir sind auf jeden Fall. Da guck, wir sind in Thailand. Wir sind vor meinem Haus. Ja, die Fahne dort in der Garage, die da eingeklemmt war auf der anderen Seite, das ist Thailand. Was? Ja, das ist Thailand. Nein, wieder links. Da. Das hier. Ja, das ist Thailand. Die hier oder die hier? Nee, das rechte. Das da. Ja, das ist Thailand. Ja. Vielleicht ein Thailand-Fan in Polen. Wobei, also, jetzt bin ich gerade. Ja, jetzt verunsicherst du mich. Vielleicht ist es doch Costa Rica. Ja, was ist das hier für ein Flagge? Ja, es wäre ein ganz anderer Kontinent, wenn es Costa Rica ist. Natürlich. Hier ist noch eine Thailand-eine Wasserrohrflagge. Ja. Sind die Häuser denn jetzt eher, sind die Häuser eher asiatisch oder eher mittelamerikanisch? Also diese Tür sieht interessant aus. Ich hätte auch gerne so eine Tür zu Hause. Hast du keine Tür zu Hause? Was ist das für eine Bank ist hier? Das war thailändisch. Das war thailändische Schrift. Ja, das können wir hier. Ja, das passt. Mehr oder weniger, ja gut. Ach so, der Vergleich mit der Karte, ja. Wenn du das so siehst, ja. Ja, da ist die Sperrung halt eine andere bei dieser Bushaltestelle, aber... Da, damals, 1.25. Ja, das Gute ist auch, weil ich so fließend Thai sprechen kann, weiß ich auch genau, wo wir gerade sind. Das hier ist eine Bushaltestelle, oder? Ja, ich glaube ja. Und der Bus kommt immer... Um 1.25 Uhr. Nee, alle 1 Minute 25 Sekunden. Guck mal, wie nett. Hier, Bushaltestelle und man kann da Zeitung lesen. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Also muss Zeitung, ich hätte es jetzt spontan für Handtücher gehalten, die man da zum Trocknen hinhängt. Das ist Zeitung. Ja, es ist Zeitung. Aber die hängen da auf der Bushaltestelle Zeitung. Das ist auch, das muss man eigentlich in Deutschland auch genauso einführen, muss ich sagen. Oh, interessant. Ja, nee, also spätestens jetzt hätte ich dann doch auf Thailand getippt. Und das Straßenhunde? Straßenhunde, ne? Gibt's die nicht in Thailand ganz viel? Bestimmt. Ich glaube ja. Ja. Guck, Straßenhunde in Thailand. Oh, da. Jastel. Ja, guck mal, Telefonzelle, sowas kennst du in deinem Alter schon gar nicht mehr. Doch, in unserer Straße ist eine. Ach so, Okay, ja. Musstest du nicht mehr so weit greifen, nee. So, Ja, also Thailand steht jetzt schon mal fest, aber... Das sind hier viele Straßen und ich raste aus. Ja, das Doofe ist... Nee, das ist immer noch derselbe, oder? Das könnte auch sein, ja. Wir sind schnell. Gut, soll ich mal ein bisschen weitergehen? So? Ja, also... Das Einzige, was ich weiß, in Bangkok sind wir nicht. Noch ein Straßenhund. Ja, gut, wie süß. Oh, hallo. Oh, wie süß. Oh, der sieht süß, ein bisschen süß aus wie Doge oder wie heißt der? Von wegen Much Wow und so Thailand. Ach, ist ja süß. Willkommen im Hunde-Guess. Was für ein Hund ist das denn? Ach, diese spezielle Sorte kommt nur ganz im Südwesten von Thailand vor. Ah, gut, ja. Dann, ja. Ne, nie ohne Seife waschen hier. Ja. So. Du, ich glaube, wir liegen ganz schön daneben, aber... Oh, Moment, da war ein Schild. Ich hab's glatt übersehen. Ja, aber du wirst es nicht lesen können. Das ist das Problem dabei. Vielleicht? Ja, vielleicht steht eine englische Übersetzung dabei. 143.000. Wir befinden uns im 16. August 2555. Ah, das heißt, man reist hier nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Richtig, das ist, ja. Und man sieht, Thailand hat sich kein Stück weiterentwickelt. was machen wir denn jetzt? Ja, die goldene Mitte. Können uns noch ein bisschen rumklicken und ne, vergiss nicht, dass Thailand, glaube ich, auch noch Inseln hat. Also weiter draußen und so. Ich glaube, dass da ist auch noch so hier zum Teil. Auch, ne? Ja, ich glaube. Das heißt, so golden ist die Mitte da gar nicht. Du kannst ja mitten ins Wasser mal klicken. So weit können wir dann hier gar nicht entfernt sein. Ja, obwohl, hey, wow, da oben am Balkon.
wenn du ein bisschen wieder zurückgehst und ich glaube noch ein bisschen, ja. Ja, da die linke Fahne, das ist wieder diese hellblaue, die wir da eben auch schon hatten. Ja, die gibt uns vielleicht einen Aufschluss schon darüber, in welcher Region wir sind. Oh, guck mal, Hundi. Ja, hier ist auch eine Hundi. Hier ist auch eine gelbe. Oh, wie süß. Oh, wie süß bist du denn? Oh, bist du denn? Oh, hier ist noch einer. Oh, die süßen Straßenhunde von Thailand. Oh. Toll. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir hier... Nee, nein. Die ist auch nicht wieder die gelbe Flagge. Ja, vielleicht ist das jetzt auch nur... Vielleicht sind wir irgendwie auf einem Golfplatz. Hier sind insgesamt ganz viele Fahnen. Hier ist übrigens auch Herbst. Ja. Das ist die Herbst-Edition. Wow. Okay, wir können nicht mehr weiter. Wir können jetzt nur noch zurück. Ich würde sagen, wir... Es gibt kein Zurück. Ja, also... Warum? Ja, da sieht es eigentlich schon ganz, ganz gut aus, oder? Obwohl, wir gehen nach Phetchabun. Okay. Phetchabun. Und zwar ist das hier die Stadt namens... Namens Ich lade nach. Genau hier. Das ist Stadtnummer 2320. So. Ja, nahe des Flusses. Nur 200 Kilometer. Nicht also. Schlecht. Ja, ja, doch. Okay, also. Es war hier. In, nahe am Mae Wong National Park. Also ich glaube, da kann man es echt schlechter treffen. Ah, deswegen war da wahrscheinlich Sackgasse, weil jetzt danach der National Park kommt. Tatsache. Ja. Guck mal, hier ja, ist sogar die wow. Banklong. Ja. Ist sogar gar nicht mal falsch, was ich gerade gesagt habe. Okay. Nächste Runde. Yay. Ach, guck an. Ja, das sieht auf den ersten Blick nicht südostasiatisch aus. Oh, das allerdings jetzt schon wieder. Das ist eine riesige Vase. Oh, oh, oh. Wow. Das ist... Das nenne ich Ausblick erstmal. Strange. Das nenne ich Ausblick. Eieiei. Was ist denn das für ein Feldzuschnitt? Das ist ja Wahnsinn, ey. Wow. Sieht aus wie ein Parkettboden. Sollen wir hoch? Hoch, berg oder bergab? Ich glaube, bergab haben wir mehr Chancen, dann auf Zivilisation zu treffen. Ja gut, dann fahren wir ins Tal. Also, was natürlich auch ein beliebter Trick ist, ist sich Straßenschilder angucken. Zum Beispiel stand da gerade Stopp auf der Straße. Das bedeutet, wir befinden uns irgendwo, wo mit lateinischen Buchstaben gearbeitet wird. Hey, hey, ihr, könnt ihr uns sagen, wo wir sind? Also ganz ehrlich, ich würde sagen, es ist osteuropäisch. Ja, so Rumänien Richtung oder Rumänien, so. Ich tippe auch vielleicht, ja gut. Da stand eine Palme. Ja, gut. Okay. Ja, ja gut, ist mehr so ein Fahren oder... Ach, mach mal weiter. Ist doch trotzdem osteuropäisch. Ja, also ich glaube auch in Osteuropa gibt es Palmen. Gott, ey, was machen wir denn jetzt? Also es ist hier ein VW, so wie Pass auf, ja, ich glaube... Dann ist es auf jeden Fall osteuropäisch, weil... Oh, guck mal, da sind diese VWs, wo immer Bon Jovi draufsteht. Warum ist das so? Ich kenne so viele... Nein, ich glaube, das war mal wegen einer Tournee. Das gab es auch mal bei Pink Floyd. Da gab es, glaube ich, auch mal... Könnte sogar auch Golf gewesen sein. Gab es mal so eine Special Edition und so. Aber Bon Jovi steht... Ey, ich kenne so viele Bon Jovi. Ich meine, wer geht zur Bon Jovi-Tour und kauft sich dann einen Golf, wo Bon Jovi draufsteht? Da stehen schätzungsweise Ortsnamen auf diesen Schildern drauf. Also da. Ja? Wo sind wir? Tschechien. Ich sag Tschechien. Ja. Es ist möglich, das ist ja. Tschechien. Wegen diesem S mit dem Dings hier und dem... Bist du schon mal da gewesen? Nee, aber... polnische Vorfahren und ich weiß, dass es tschechisch ist. Ich tippe, dass es tschechisch ist. Weil du polnische Vorfahren hast, weißt du, dass das tschechisch ist? Nee, da kann ich ableiten. Ich weiß, wie polnisch aussieht, ich weiß auch, wie tschechisch aussieht. Und okay, also ist es in Tschechien irgendwo. Ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber ich tippe... Und da geht es nach Majici. Ich tippe sehr, dass es... Ich bin 95% sicher, dass es Tschechien. Ja, okay, gut, ja, dann haben wir das ja schon mal. Wir können hier auf Majici, aber ich glaube... Guck mal, diese Architektur, da links diese Häuser, die da stehen. Das jetzt vielleicht nicht mehr mit diesem äußerst groben Mauerwerk. Hallo! Kein Absturz oder sowas dazwischen, ja, nee. Ja, gut. Okay, ich wollte gerade sagen, die Häuser rechts sehen so ein bisschen so aus, als wären sie in Alpennähe oder sowas. Also ich würde jetzt so denken, dass das vielleicht so in der Grenzregion zu Österreich sein könnte oder sowas. Also Moment, du musst doch nochmal die Karte gehen. Ja. Also da ist Tschechien, da ist Österreich. Also eher hier so, oder? Ja, vielleicht nicht. Nee, wo sind also, die Alpen? Sind die? Nein, nee, die Alpen sind da dann auch schon nicht mehr so richtig. Aber also man sieht ja, es ist ein bisschen hügeliger. Also ich könnte es mir vorstellen, dass das so in der Richtung ist. Das vielleicht Ding so ist, Donautal oder... Es ist eine klassische tschechische Stadt. So wie in Polen auch besteht das Land eigentlich zu 80% aus ganz kleinen Dörfern. Das ist... Ah, Skola. Schule. Oh, Moment. Schule. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Ja, ich glaube, so viel Tschechisch verstehe ich ja. Dann auch noch. Market Pekanivic.
ja. Ja, ich glaube, auf die genaue Stadt kommen wir sowieso, ne? Ja, aber also, ich könnte es mir echt vorstellen, dass das so ist, wie ich sagte. Also ich glaube mir mal. Ja, vielleicht finden wir einen dieser Ortsnamen ganz spontan, wenn wir da ordentlich reinzoomen. Hier irgendwo oder was? Saichi, die klingen alle gleich. Also ja, ich habe jetzt auch schon wieder vergessen, wonach wir suchen. Delavici, Derici, Dejejich. Chichichi, Chichichi. Ja, ich. Lukov, Leschner, Lopwald, Knatschow, Natschow, Lassi, Stadschi, Nublitschni, Lepschni, Klalov, Schlobatschni, Novablitschli. Ich bin ziemlich begeistert. Schmer, Schmetsch. Chmin, Chmin, Kletschi, Knutschek, Snutschek, Wocek, Wocek. Okay, also ich glaube, hier. Ja. In Bitov. Ja, da wo, das. Ja, genau, so. Da. 600. Es war in Bosnien-Herzegowina. Jetzt leck mich am Arsch. Nee, Moment, oder ist das noch Kroatien? Fahr mal ganz rein. Es ist gerade noch ist Kroatien. Ach, ja. Fuck, ey, hätte man ja auch nicht hören können. Ja, dann haben wir hier jetzt auch. Stell dir all die bösen Kommentare vor, die jetzt schon unter unserem Video wo stehen. Hier? Wo ist denn Klotschni, Wocni hier überall? Klotschni, Wocni? Ah, hier, Schmatschni, Rumovic. Scheiße. Halten wir fest, Kroatisch und Tschechisch ist fast dasselbe. Ich glaube, ja. Ich habe darüber auch mal einen Artikel gelesen bei Wikipedia, dass das also eigentlich identische Sprachen sind. Ja. Sind das Grenzstädte? Nee, nur knapp, ne? Oder? Was? Ah, nee. Oh, da ist ganz Österreich zwischen uns. Ja, so ganz Slowenien und halb Bosnien, halb Kroatien. Nee. Geht's an Slowenien Tschechien, vorbei? Tschechien, gehst durch Österreich? Ja, da ist ein kleines bisschen Slowenien, dann ja. Dann kommt Kroatien direkt. Ja, ja. Und? Ja, aber guck mal, wo in Kroatien wir sind. Egal, vierte Runde. So. Steine. Hinter uns sind auch Steine. Ich würde sagen Rocky Mountains. Also viel beliebiger. Ja, nee, das sieht nicht nach Rocky Mountains aus. Aber schön, dass du es so Island. Formuliert hast. Island? Nö. Vielleicht? Nee, nie im Leben. Sah Island nicht so aus? Nein, Island ist... Schöner. Ja, ich glaube, da wächst mehr Gras oder zumindest Flechten und Moose. Aber, guck dir das hier an, das ist ja eine Geröllhölle. Aber sagen wir, hier... Oh. Skandinavisch. Nein. Meinst du auch nicht? Auf gar keinen Fall, nein. Restriktion, das ist Spanisch. Und Steine habe ich noch nie gesehen in irgendwas, im GeoGuessr generell. Ich habe oben. Ja, der einer Schläuche. Okay, wo braucht man denn überall Schläuche? Vielleicht ist es auch Lakritz. Es ist Lakritz. Ja, ich möchte jetzt mir gerade vorstellen, es ist Lakritz. Lakritzfarbe. Oder wir gucken erstmal weiter, wo wir sind. Reduzca velocidad. Okay. Ich tippe mal. Was könnte das heißen? Hm? Weißt du, was mein Tipp gerade ist? Ich glaube, wir sind in Chile. Da gibt es die Atacama-Wüste, was der trockenste Ort der Welt ist. Und wenn man sich hier mal anguckt, wie das hier aussieht. Trockener als die Sahara? Ja. Also ich meine, gut, ein bisschen was wächst da, aber... Amigo, was? Amigo Camionero. Restaurante Agua Dulce. Dulce. Hey, da gibt es Süßwasser. Hier ist ein Mensch, der arbeitet schwer. Ja. Sitzt rum und... Naja, gut, Siesta, ne? Ja, okay. Huerta. Wir fahren im Huerta-Wagen. Das H ist stumm. Huerta. Genau. Okay, ja. Ein Schild. Ja. El Morado. Ja, dann guck mal in Chile, ob es das gibt. Chile ist jetzt nicht so breit, dass man es verfehlen könnte, glaube ich. El Morado. Fangen unten an. Ja. Los Angeles. Ja. Hast du nicht gewusst, dass das heißt, ne? Was? Los Angeles in Chile? Ja. Ich glaube, so weit südlich ist es nicht, da ist es zu gemäßigt vom Klima. Fang oben an, sagen wir. Ja, so. Genau. El Morado. Nein. Könnt auch weiter reinzoomen einfach. Ja, nee. Da war irgendwas mit El Salvador. Achso, ja. Ja, nee. El Salvador ist auch in Chile, ein ganzes Land. Ja, natürlich. Okay. Klauen alles. Nein, ich glaube, das ist da jetzt so nicht. Es sei denn, du zoomst weiter rein. Oder aber es ist am Ende nicht in Chile. Ich zoome noch einmal weiter rein und schaue, ob ich Glück habe. Kalate. So, jetzt der geneigte Zuschauer wird spätestens jetzt gemerkt haben, dass Alex die Maus bedient. Ja. Doro
Posada Los Amigos. Wieder El Salvador. Das ist auch Los Pollos Hermanos. Ja, Los Loros, Las Gantas. Klingt alles gleich, ey. Eltern, ja. Ja, aber guck mal, da, hier, ne, das sieht da überall schon so steinig aus, wie es ja hier gerade ist, ne? Absolut, also, ja. Es ist, übrigens, ist wir sind in Meeresnähe. Tatsache. Ja, das habe ich gerade vergessen, ja. Ja, dann müssen wir die Küste absuchen. Ach Gott. Wie anstrengend. Ja. La Serena. Nach welchem Ortsnamen suchen wir noch gleich? El Pollo. Ey, da war El Pollo, oder? Ja, El Pollo. Ey, geil. Da gibt's Hühner. Nee, ich glaube, das heißt nur so. Ich glaube, wir kommen da nicht rein. Ein Ort wird ja wohl heißen aus einem bestimmten Grund, so wie er heißt. Es gibt viele L-Städte hier, aber ich glaube keins, das... La. Vielleicht sind wir jetzt auch schon in Alaska angekommen und haben es nicht gemerkt. Dafür sind die Städte noch zu chilisch. Chilisch, ja. Ich glaube... Aber Moment, hier ist das Meer. Wow. Achso, da kann man auch rauszoomen übrigens wieder. Also, nochmal. Hier ist links, das Meer. Links. Und da ist El Morado. Ja, das heißt... guck mal auf den Kompass. Wir haben einen Kompass. Hier, der. Und der zeigt auch nach Norden, ja. Das heißt... Ich glaube, wir kommen noch nicht weit. Komm, wir machen einfach so. Ja, wir machen irgendwo an der Küste in der Mitte von Chile. So. Und, jetzt guck dir das an, 46 Kilometer. Guck mal, hier haben wir, ich glaube, da reiche ich dir mal direkt die Ghetto-Faust. Sehr gut. Jawohl. Wo ist denn hier El Morado jetzt? Ja, wärst du, hättest du ein bisschen weiter reingezoomt, dann wärst du mehr am Meer angekommen. Und das ist schon mal sehr stark. Ja, nee, bei der Fahne ist der eigentliche Ort. Ja, klar. Ja. Da müsste ja jetzt El Morado irgendwo sein. Ja, vielleicht noch näher reinzoomen oder so. Vielleicht ist El Morado auch gar nicht mal so... Hier wäre die Straße so nach El Morado. Spannend. Hier wäre die Straße nach El Morado. Hätten wir hier die Straße nach El Morado. Ach Gott, ich glaube. Ja, vielleicht ist das auch mehr so ein mythischer Ort, der in Wirklichkeit. Vielleicht ist es auch eher eine Gegend als ein Ort. Ja, auch das möglich. Also. Weiter. Ja. So. Ich glaube, wir sind beim letzten Ort angekommen. Ich glaube, wir sind jetzt auch wieder in Thailand. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ich glaube, hier sind wir. Vorhin gewesen? Nee. Wow. Oscar. Nein, das sind lateinische Schriftzeichen. Aff. Ja, es ist mal wieder irgendwas Lateinamerikanisches. Es ist relativ braun hier. Aha, ein Typ mit einem... Ja, das... Ja. Du siehst ein Dirtbike? Okay, ja, es ist in Lateinamerika. Auf jeden Fall. So, der PC ist wieder abgeschmiert. Macht nichts. Macht aber nichts. Wir sind wieder da, wo wir gerade waren. Ganz am Anfang. Und wir hoffen jetzt, dass wir... Hey, da ist wieder ein Straßenhund, ja. Ach, deswegen hast du gesagt, dass es wieder in Thailand ist. Ja, okay, ja, ich richtig. Kapiere. Ja. Oh, ein rostiger Käfer. Wo ist das Dirtbike denn jetzt? Ist auch scheißegal. Ja. Was ist das? São José. Sao? Achso, dann ist es wieder portugiesisch, dann ist es wieder Brasilien. Wieder Brasilien? Ja. Gut, dann sagen wir ihm hier, ihmchen. Brasilien. So, im Nordosten. Oder so. Oh, hier sind Leute. Ich glaube, neulich war ich irrtümlicherweise im Nordosten und nicht, wie ich vermutet habe, im Süden. Und dann sah es ungefähr so aus. Kinder mit dem Stock. Kinder. Oh, die fühlen sich auch cool, ey. Brasilische Kinder. Glaubt ihr etwa, ihr seid besser als ich? Ich spiele bestimmt Fußball gleich. Ja. Ich glaube. Was? Ja, selbstverständlich. ist ein anderes Dirtbike. Ja, ich glaube. Ja, boah, was ist denn hier los, ey? Ja, wie? Auto hat Spaß gehabt, ey. So. Ist deine Mutter wieder vorbeigekommen? Okay, Dead End. Wir können hier nicht hin. Oh, schön. Guck mal hier, das Gebiet hier. Das ist doch schön, ne? Mhm. Wunderschön. Sieht aus wie eine. Naja. Da würde ich gern wohnen. Ganz ehrlich. Ich glaube, das lässt sich einrichten. Die Miete wirst du dir leisten können. Mit sogar Fernsehen. Ja. Guck schon gleich RTL 2. Bei RTL 2 empfängt. Was ist denn da? Da war ein Glitch im Raumzeitkontinuum. Uiuiui. Ja, stimmt. Wie wir am Anfang auch gesagt haben, es ist nicht nur Raum, sondern auch Zeit. Das heißt, wir können auch ganz in der Vergangenheit sein. Mhm. Es könnte Deutschland sein. Das hier? Ja. Ach so, als die Kontinente noch zusammen waren und Deutschland auf tropischer Höhe. Ganz genau. Ja. Ein Bus. Ja, vielleicht steht da, wo er hinfährt. Ich habe den Bus verloren. Du hast den Bus verpasst. Oh nein.
Wann kann er nochmal? Ja, 1.25 Uhr. Ja. Hey, wo ist der Bus denn? Ich glaube, wir sind hier wieder am Startpunkt, oder? Kann das sein? Nee. Ja, wo ist der Hund? Der Hund ist weg, der Bus ist weg. Ich glaube, ja. Wir kommen nicht weit. Nordost-Brasilien so, weißt du, bei dieser Spitze. Da ist wieder der Käfer, das ist geil. Nordost. Ja, so. Da, also, wo es trockener aussieht und nicht so grün, wenn du weiter... Hier. Ja. Verzeihung. Hier. Ist das unser letzter Guess für diese Runde? Ja, das ist unser letzter Guess. Jetzt sehen wir nämlich unsere Gesamtpunktzahl. Erstmal sehen wir, dass es nicht Nordost-Brasilien war. Sondern hier war das. Es war in Itumbiara. Sag mal, kann es sein, dass wir zumindest, was das Land betrifft, jetzt immer richtig lagen? Ich glaube ja, wir können es auch sehen. Ja, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht genau, aus. Genau, da haben wir nämlich... Land hier, nein, hier dachten wir, es war Tschechien. Mhm. Hier war es Thailand. Ja, stimmt, genau. Hier war es... Chile, Brasilien haben wir richtig. Brasilien zweimal. Thailand, ja, okay. Perfekt, gut. Das heißt, wir haben jetzt von möglichen, wie viel? 25.000 Punkten haben wir 16.000 erreicht. Das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Ja, das ist nicht übel. Aber im Prinzip wären das jetzt so Länder, wo man auch so unmittelbar verstehen würde, wie die Städte so heißen oder wie man sie schreibt und sowas, dann wäre das vielleicht sogar noch besser möglich gewesen. Also ich will ja jetzt ungern prahlen, aber also ich lag auch schon mal nur so 50 Meter. Ja, ist okay. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ist okay. Wie dem auch immer sei. Genau, das war unsere erste Runde GeoGuessr. Ja, schätzungsweise sehen wir uns zu einer weiteren Runde wieder. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ja, und schätzungsweise werden wir die zweite Runde auch direkt im Anschluss aufnehmen, aber... Ja, ich schätze mal, ja. Aber ihr seht das dann erst in ein paar Wochen oder so. Oder? Es ist zeitlos. Es ist ja, also GeoGuessr an sich ist eine Zeitreise und YouTube ja auch. Wir schicken hier sozusagen unser Video in einer Zeitkapsel an die Nachwelt. Das dazu. Schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, verreisen wir, ohne die eigenen vier Wände zu verlassen. So sieht's aus. Das ist wirkliche Reise, was wir hier machen. Alle Leute, die selber... Du meinst richtige Reise für Leute, die sich das nicht leisten können. Ganz genau. Ja, so, okay. Ja. Gut, dann... Ja, ich war schon immer schlechter drin, Abschluss zu finden. Ich kenne einen guten. Tschüss.